Übung 29. Direktspiel total. Zum normalen Spiel in die Tiefe, zum Doppelpassspiel, ja, zum Spiel über den dritten Mann, kommt jetzt in dieser Übung noch das gruppentaktische Element Hinterlaufen oder Überlaufen dazu. Und zwar Start hier. Der Markus, ja, spielt auf die nächste Station. Spiel mal. Der Stefan lässt prallen. Dann spielt der Markus oben auf die nächste Station. Wieder prallen lassen. Und dann kommt der Pass nach oben hin und hinterlaufen. Und. Schnell die Position wechseln, Markus. Sehr gut. Und schnell weg, Sebastian. Und weg, Stefan. So ist es gut. Positionswechsel immer im Sprint. Super, Markus. Sensationell. Klasse. Und Stefan weg. So ist richtig. Und Chris weg. Und Yannick weg. Diese Übung verbindet schnelle Passfolgen, Wandspiel und Hinterlaufen. Alle Positionswechsel werden im Sprint durchgeführt. Dies erfordert eine hohe Konzentration auf die Lauf- und Passwege. Lassen Sie uns den komplexen Ablauf dieser Trainingsform schrittweise erläutern. Die Übung beginnt mit einem Wandspiel, gefolgt von einem Steilpass. C lässt auf B tropfen und nimmt anschließend seine Position ein. B spielt diagonal zu D und hinterläuft ihn in hohem Tempo. D lässt auf E tropfen, während B um ihn herumläuft. E lässt auf B tropfen. D läuft zur linken Markierung und nimmt die Position von C ein. Das Tempo aller Spielaktionen wird im modernen Fußball weiter steigen. Die Spielräume um den Ball werden immer geschickter zugestellt. Deshalb müssen alle Techniken auch in höchstem Tempo präzise ablaufen. Achten Sie deshalb bei der Ausführung dieser Übung darauf, dass die Spieler das nach ihrem Leistungsvermögen höchstmögliche Tempo spielen.